liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir werfen heute einen Blick in die Zukunft, in den Oktober und widmen uns den spannenden Neuerscheinungen in diesem Monat. Und das alles bei gefühlt, ich glaube, 13, 10 Grad, und ich habe tatsächlich etwas Langärmliches an und das irgendwie gefühlt, ja, Mitte September. Aber gut, wir beklagen uns nicht über das Wetter, so langsam gewöhne ich mich an die Kälte und es kann im Grunde ja nur noch schlimmer, besser werden. Aber gut, ich habe 7 spannende Neuerscheinungen herausgesucht. Ursprünglich war der Oktober ein Monat mit unglaublich vielen Neuerscheinungen. Und ich dachte jetzt noch so mal beim Durchsehen, ja, ganz so viele sollten es wohl irgendwie gefühlt nicht sein. Und bei mir ist das ja wirklich so, ich gucke in die Vorschauprogramme hinein der Verlage und auf Seiten, wo ich irgendwie was Neues finde, habe dann eben die Liste. Und wenn ich mich so 1-2 Monate vorher mit dem Monat beschäftige, der da kommt, dann merke ich schon, oh, an das Buch erinnerst du dich gar nicht mehr. Der Klappentext spricht dich irgendwie auch nicht an. Dann fliegt das im Grunde auch von der Wunschliste wieder runter. Und dann bleiben wirklich nur so, ja, der harte Kern sozusagen bleibt dann tatsächlich da. Ja, im Oktober sind es, wie gesagt, 7 Bücher. Und das erste Buch erscheint auch schon direkt am 1. Oktober und ist von Andreas Altmann. Und zwar Leben in allen Himmelsrichtungen. Und ich kenne Andreas Altmann durch die Weltwach-Podcasts und natürlich auch durch seine anderen Reisebücher, die ich von ihm schon gelesen habe. Ich glaube, zwei habe ich gelesen. Eins, glaube ich, habe ich noch ungelesen hier, wenn nicht sogar 2. Und ich habe vor kurzem auch den Podcast von ihm gehört bei der 100. Folge von Weltwach und fand es einfach mega spannend, was er zu diesem Buchprojekt erzählt hat. Und es klingt auch vom Klappentext wieder mega, mega spannend. Wer in fremde Länder und ferne Gegenden reist, wird dreifach belohnt. Er lernt die Weltbewohner und sich selbst kennen. Nur wenige können davon besser erzählen als Andreas Altmann, der begnadete Reporter, der uns in diesem Buch auf seine Reisen mitnimmt und an seinen wundersamen, zuweilen heiteren, bisweilen erschütterten oder aberwitzigen Begegnungen teilhaben lässt. Jeder Erdteil kommt vor, mit Gütigen und Bösen, mit Waghalsigen und Verzweifelten, mit Frauen und Männern, die um ihr Leben bangen und anderen, die vor Übermut schäumen, und mit Landschaften, die ein Herz aus Stein rühren. Der Band versammelt die besten von Altmanns gefeierten Reportagen, ein literarisches Reisebuch voller Leben in allen Himmelsrichtungen. Und ich mag solche Bücher unglaublich gerne. Ich mag auch diese Reisepodcasts, diese Abenteurer, diese reiselustigen Menschen immer super gerne begleiten, mitzubekommen, wie sich Gedanken verändern, wie sich Gedanken formen und wie wir Menschen doch ein großer Teil eigentlich wir wegen unserer Gedanken sind. Und ich mag das einfach super gerne. Und ich selbst bin ja auch ein Reisefan, früher noch viel, viel mehr unterwegs, als ich es heute einfach sein kann, sein möchte, sein bin, wie auch immer. Und ich mag das eben wirklich gerne zu lesen. Und wer so Reiseliteratur gerne hat, der ist bei Andreas Altmann auf jeden Fall richtig. Dann kommt ein Buch heraus, auf das man gefühlt schon 2 oder 3 Jahre wartet, aber eigentlich nicht wartet, weil man es schon hat. Und zwar ist das die Schmuckausgabe des 4. Teiles von Harry Potter, und zwar Harry Potter und der Feuerkelch. Endlich gibt es den 4. Teil als illustrierte Ausgabe. Ich glaube, im letzten Jahr hatten sie keine Ausgabe, weil sie ja 20 Jahre Harry Potter bei Carlsen gefeiert haben. Und da gab es ja diese neue Harry Potter Ausgaben. Aber jetzt in diesem Jahr, und zwar, ich glaube, auch am 1. oder 2. Oktober, ich habe mir das Datum jetzt leider nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall Anfang des Monats kommt der 4. Teil als illustrierte Ausgabe, werde ich mir voraussichtlich zu Weihnachten wünschen, weil ich auch die 3 anderen Bände zu Weihnachten bekommen habe, und ich finde, das kann man in Tradition ja einfach weiterführen. Ebenfalls noch ein Reisebuch. Ja, irgendwas hat mich da jetzt im September, August irgendwie geritten, dass ich so Lust auf Reise habe. Und zwar ist das ein Buch von Michael Martin, was am 14. Oktober erscheint. Und zwar ist das Das Wesen der Wüste, wie der Sand in die Wüste kommt und weshalb die Dünen singen. Und das ist die Entdeckung einer faszinierenden Welt. Michael Martin kenne ich ebenfalls aus dem Weltwach-Podcast und auch vorher natürlich durch Bücher und Reportagen. Ich finde, der Mann ist ähnlich wie Andreas Altmann schon so ein Name in dieser Abenteurerwelt, wenn man das so nennen kann. Und vor allem ist er ja auch ein Fotograf, und das finde ich wirklich Wahnsinn, was der da als Fotograf auch leistet. Unendliche Weite, einzigartige Schönheit, nahezu unberührte Natur. Seit mehr als 35 Jahren bereist der Abenteurer, Fotograf und Geograf Michael Martin die Wüsten der Welt und entdeckt immer wieder neue Seiten
dieses faszinierenden Lebensraums. Atemberaubende Dünen und karge Gebirgslandschaften oder die überraschend breite Palette an menschlichem, tierischem und pflanzlichem Leben sind nur einige der vielen Facetten, die den Reiz der Wüste ausmachen. Sind Oasen tatsächlich nur ein paar Dattelpalmen rund um eine Wasserstelle? Weshalb ertrinken mehr Menschen in der Wüste, als darin verdursten? Und warum gäbe es ohne die Sahara keinen Amazonas-Regenwald? Michael Martin schöpft aus seinem reichen Erfahrungsschatz und seinem umfassenden Wissen und lässt uns eintauchen in eine Welt voller Wunder und Geheimnisse. In der Stille, der Einsamkeit und der Reduktion dieser Welt erkennt er ein Gegenkonzept zu unserem reizüberfluteten Leben. Erstaunlich, erhellend, bisweilen unglaublich. Und ich stimme Ihnen wirklich zu, dass die Wüste ein ganz besonderer Ort ist. Ich war auch einmal mit so einer Jeep-Safari in der Wüste, in der Sahara, natürlich nur so am Rand. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar mit einer Reise dadurch. Aber die Wüste hat etwas sehr Besonderes. Also ähnlich wie mich ja das Meer sehr einfängt und mich sehr tief berührt, schafft es auch diese Wüstenlandschaft, die Wüste selbst, dass irgendwas in einem passiert. Und ja, ich wünsche mir dieses Gefühl übermittelt zu bekommen, die Gedanken dazu. Und es klingt auch von den Themen, die er anspricht, sehr, sehr spannend. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch von Michael Martin. Am 21. Oktober erscheint das neue Buch von Julia Engelmann. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich bin ja, ich glaube, seit eineinhalb, fast zwei Jahren Fan von Poetry Slam und schon seit der ersten Stunde ein Fan von Julia Engelmann. Habe bisher alle ihre Bücher gelesen oder gehört, indem sie ja ihre poetischen Texte verfasst. In schriftlicher Form oder uns dann eben auch in einem Hörbuch selbst vorträgt. Und ich selbst mag das unglaublich gerne. Und gerade wie ich jetzt bei diesen Live-Events die letzten eineinhalb, fast zwei Jahre dabei war, hat das einen ganz gewissen Reiz auf einen und es macht was mit einem. Es bringt einen zum Nachdenken, zum Lachen, zum Weinen, was auch immer. Und ich bin sehr gespannt auf das neue Buch von Julia Engelmann, weil es auch so schön heißt. Julia Engelmann ist von jetzt auf gleich ein Lebensgefühl geworden. Mit ihren gefühlvollen Texten begeistert Deutschlands bekannteste Poetry-Autorin Julia Engelmann ein Millionenpublikum. In ihrem neuen Buch schreibt sie berührend über die kleinen und großen, die stillen und lauten Momente des Lebens. Über den Mut, Entscheidungen zu treffen und zu fragen, wer wir sein wollen. Ihre ausdrucksstarken emotionalen Worte über die Suche nach Identität und Glück, über Träume und Sehnsucht reißen mit gleichzeitig Regen ihre poetischen Zeilen über Kummer und Sorgen zum Nachdenken an und machen Hoffnung. Denn jeder Tag bringt immer auch ein bisschen Glück. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich werde das auf jeden Fall hören. Ob ich es mir als festes Buch zulege, weiß ich noch nicht. Ich mag es wirklich sehr gerne, wenn mir Julia Engelmann das selbst vorträgt. Ich kann da sehr gut lauschen, kann das sehr gut aufnehmen und freue mich da wirklich sehr drauf. Weiter geht es mit einem Buch von Ellie Condy, das am 23. Oktober erscheint, und zwar River Gold. Ich kenne Ellie Condy aus der Trilogie Cassia und Kai, was so gefühlt mit einer der ersten dystopischen Geschichten waren, so bevor Panem den großen Hype vor keine Ahnung wie vielen Jahren hervorgebracht hat, weiß ich, dass Cassia und Kai so das erste war, was dieses Genre sozusagen im Jugendbuchsektor zu bieten hatte. Und mir hat das super gut gefallen und ich habe von Ellie Condy, glaube ich, seitdem auch gar nichts mehr gehört. Ich glaube, es gab noch ein Buch von ihr mit irgendwas mit so einer Unterwasserwelt. Ich kann mich aber gerade nur sehr schwach daran erinnern. Und sie kehrt mit River Gold nun zurück ins Jugendbuch und es soll auch ein dystopischer Roman sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Auftakt einer Reihe ist oder ob das jetzt ein Einteiler bleibt. Das hat sich jetzt daraus nicht gezeigt, beziehungsweise auch bei der Recherche habe ich nichts dazu finden können. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es gibt etwas, das Romy Blythe, die 17-jährige Kapitänin des Baggerschiffs Lily, noch mehr will als das Gold, dass sie aus dem Serpentine River graben. Rache. Romy hat geschworen, die Feinde zu vernichten, die ihren Freund getötet haben. Doch während sie ihr Schiff durch die gefährliche Strömung steuert, muss sie feststellen, dass sie nicht allen in ihrer Crew vertrauen kann. Mindestens ein Verräter ist an Bord. Andere sind aufrichtiger, als sie glaubt. Während der letzten Fahrt der Lily findet Romy heraus, wer sie geworden ist, wer sie sein möchte und wie die Liebe sie verändert hat. Und ja, es klingt schon sehr jugendlich und es könnte auch tatsächlich so, ja, diese Liebesgeschichte, die da so vielleicht irgendwo im Hintergrund schwelt, könnte vielleicht zu
viel sein, auch eben wie Liebe einen Menschen verändert. Dennoch habe ich eben einfach Cassia und Kai in Erinnerung, wo mir wirklich, glaube ich, die ersten zwei Bände unglaublich gut gefallen hat und der dritte leider eine Wendung nahm, die mir nicht so gut gefiel. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf River Gold wirklich sehr, weil ich einfach diesen Schreibstil von Ellie Condy so im Kopf habe und ich glaube auch irgendein noch ein Buch von ihr gelesen zu haben. Und es klingt gut. Ich mag Dystopien, ich mag Jugendbuch-Dystopien und wenn das spannend gemacht ist, kann ich mir das mit der Rache und dieser Welt auf einem Schiff, auf einem Boot auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Lange haben wir darauf gewartet, eine Fortsetzung zu PS Ich liebe dich zu lesen. Nein, haben wir nicht. Aber es kommt tatsächlich eine. Und zwar am 23. Oktober erscheint Postscript, was ich dir noch sagen möchte, von Cecilia Ahern. Und bei Postscript handelt es sich zwar irgendwie um eine frei und einzellesbare Fortsetzung zu PS Ich liebe dich. Ich bin gefühlt aus allen Wolken gefallen, als mir dieses Buch über den Weg gelaufen ist, weil ich so dachte, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geplant war, dass da irgendwann mal was kommt. PS Ich liebe dich ist ja das erste Buch der Autorin und ja, natürlich bietet sich dieses Ende irgendwie an, also es ist ein abgeschlossenes Ende, aber natürlich kann man immer irgendwie wo noch was draus machen. Und so ist das jetzt bei Postscript. Es klingt dennoch sehr spannend, sehr schön und wenn es irgendwie an dieses Gefühl, was mir PS Ich liebe dich ja immer noch vermittelt, obwohl ich schon, glaube ich, auch 3-4 Jahre nicht mehr gelesen habe, dann macht dieses Buch vielleicht tatsächlich alles richtig. Vor 7 Jahren ist Holly Kennedys geliebter Mann Gary viel zu jung an Krebs gestorben. Er hat ihr ein wunderbares Geschenk hinterlassen, eine Reihe von Briefen, die sie durch die Trauer begleitet haben. Holly ist stolz darauf, dass sie sich inzwischen ein neues Leben aufgebaut hat. Da wird sie von einer kleinen Gruppe von Menschen angesprochen, die alle unheilbar krank sind. Inspiriert von Garys Geschichte möchten sie ihren Lieben ebenfalls Botschaften hinterlassen. Holly will nicht in die Vergangenheit zurückgezogen werden. Doch als sie beginnt, den Mitgliedern des PS Ich liebe dich Clubs zu helfen, wird klar, jeder von uns kann seinen ganz eigenen Lebenssinn finden und die Liebe weitertragen. Wenn wir uns nur auf die Frage einlassen, was will ich heute noch sagen und tun, falls ich morgen nicht mehr da bin. Postscript ist ein eigenständiger, tief berührender Roman über die essentielle Lebensfrage, wie können wir sinnvoll und glücklich leben, obwohl wir einmal sterben müssen? Was können wir unseren Liebsten mitgeben und was bleibt von uns? Ergreifend, humorvoll und inspirierend schreibt Cecilia Ahern über das Leben und den Tod, über Schmerz, Liebe und Glück, über das Hier und Jetzt und die Zukunft. Und ich hatte direkt, und mir ging es jetzt eben wieder so ein ganz tiefes, warmes Gefühl in mir, und finde, dass dieses Buch perfekt passt. Zum einen, dass es irgendwie dieses Holly-Gary-Thema wieder aufgreift, diese tiefe Liebe, diese Verbundenheit auch über den Tod hinaus. Das klingt immer so dramatisch, aber es ist halt in dem Buch zumindest so. Und ich mag PS Ich liebe dich, das ist auch, glaube ich, mit noch einem Buch. Ich glaube, ich habe nur 2 Highlight-Bücher von Cecilia Ahern überhaupt hier. Und PS Ich liebe dich gehört dazu. Und ich finde auch das Postscript einfach, ja, toll klingt. Es klingt unterhaltsam, es klingt nach Achtsamkeit, es klingt nach Lebe im Jetzt, Lebe im Hier. Was wird aus uns? Wie gehen wir mit der Zeit um, die uns gegeben ist? Und ich mag solche Themen und wenn die in einem Roman verpackt sind, ja, stelle ich mir das auch wirklich sehr gut vor. Und ich glaube, wenn das jemand schreiben kann, dann Cecilia Ahern. Und dann, ich glaube, dazu muss ich jetzt gar nicht mehr viel sagen, erscheint am 23. Oktober ein Buch, auf das ich auf jeden Fall warte und es ist der neue Thriller von Sebastian Fitzek. Und zwar heißt es Das Geschenk. Uns ist es auf der Leipziger Buchmesse schon vorgestellt worden, dass eben passend zur Buchmesse in Frankfurt oder kurze Zeit später ein neuer Thriller erscheinen wird und ja, im Grunde schon so ganz grob ein bisschen was mehr an Infos haben wir da gespickt bekommen, aber wirklich noch überhaupt gefühlt sehr, sehr wenig. Das Cover wurde kurze Zeit später dann auch gezeigt und ja, es wird dazu auch irgendwie eine limitierte Sonderausgabe geben, wie ja bei sehr vielen Fitzeks und ich muss auch sagen, nach Das Päckchen klingt jetzt natürlich Das Geschenk auch schon sehr spannend, denn es erinnert schon vom Titel irgendwie an eine Situation, die uns vor allem passieren könnte, denn kriegen wir nicht alle gern Geschenke? Ja, Milan Berg steht an einer Ampel, als ein Wagen neben ihm hält. Auf dem Rücksitz ein völlig verängstigtes Mädchen, verzweifelt presst sie einen Zettel gegen die Scheibe. Ein Hilferuf? Milan kann es nicht lesen, denn er ist ein Analphabet. Einer von über 6 Millionen in Deutschland. Doch er spürt, das Mädchen ist in tödlicher Gefahr. Als er die Suche nach ihr aufnimmt, beginnt für ihn eine albtraumhafte Irrfahrt, an deren Ende eine grausame Erkenntnis steht. Denn manchmal ist die Wahrheit zu
zu entsetzlich, um mit ihr weiterzuleben. Und Unwissenheit das größte Geschenk auf Erden. Ja, man kann sich jetzt natürlich schon irgendwie fragen, wie kann Analphabet überhaupt Auto fahren? Das wäre irgendwo vielleicht eine Frage, die ich mir zumindest so beim ersten Satz gestellt habe. Aber die Vorstellung, dass sich Fitzek eben auch einfach mal mit diesem Thema Analphabetismus so auseinandersetzt, da bestimmt auch recherchiert hat und wie das eben, also dass wir, die ja ein Buch lesen können, uns darüber dann im Grunde Gedanken machen, wie würde es sich anfühlen, es nicht lesen zu können und was man im Grunde alles irgendwo verpasst. Zum Beispiel einen Hilferuf an der Scheibe von einem Auto, neben dem wir stehen. Und das finde ich schon, ich finde das eine sehr gruselige Idee, einen sehr grausamen Gedanken. Stellt euch nur vor, ihr hinterlasst diesen Hilferuf und den bekommt jemand, der nicht lesen kann. Das ist schon, ich finde das persönlich wirklich ganz schön gruselig, auch ein bisschen, ja, er spielt wieder so mit den Ängsten, die man in sich drin hat. Und was für mich noch so ausschlaggebend war, war am Ende so der Satz, dass die Wahrheit zu entsetzlich ist und Ungewissheit das größte Geschenk. Und mich hat das an den Film erinnert. Und mich würde ja interessieren, ob ihr bei diesem Zitat, das so ein bisschen anders ist als in dem Film, an dem ich denke, ob ihr daran auch gedacht habt. Und nein, es wird damit überhaupt nichts zu tun haben, aber ich fand es so hinten raus im Klappentext, wo ich dachte, damit hatte mich Fitzek. Und mich hat Fitzek ja grundsätzlich mit seinen Büchern, wenn sie zumindest diese Psychothriller sind. Ich bin ja kein Fan seiner verschwörungstheoretischen Thriller, mit denen kann ich ja eher weniger anfangen. Das finde ich ist immer nicht so das, was ich gerne lese, was ich gerne so, also auch von ihm lese. Und umso mehr freue ich mich, dass er wieder mit einem Psychothriller daherkommt und sehne Ende Oktober herbei und freue mich auf dieses Buch. Und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Buch und auch auf alle anderen Bücher, die ich euch heute vorgestellt habe. Es war ja doch eine recht bunte Mischung. Ich bin gespannt, ob eins der Bücher euch anspricht. Hinterlasst mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch die Bücher jetzt noch interessieren, irgendwie ihr noch mehr, vielleicht nochmal einen Klappentext in Ruhe durchlesen wollt oder ähnliches, schaut gerne mal in die Infobox. Da habe ich euch die Bücher auch verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei und welche Bücher dann im Oktober bei mir einziehen und gelesen werden, das seht ihr natürlich dann auch weiter auf meinem Kanal. Und sagt mir gerne, auf welche Bücher ihr euch freut, ob wir da vielleicht auch einen gewissen Überschneidungskreis haben, würde ich mich auf jeden Fall freuen darüber und danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Video, macht's gut, tschüss, eure Steffi.